Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon. Ich habe was beschlossen. Tatsächlich. Ich habe beschlossen, dass wir dem Projekt ein verfrühtes Ende geben. Nicht, weil ich es nicht unbedingt will. Aber das Let's Play, ich wollte eigentlich das Let's Play jetzt, es passiert in langer Zeit nicht. Ich möchte mich jetzt nicht entschuldigen müssen. Es ist einfach der Gameplay-Loop, ne? Wir werden, ich denke mal, dass ich noch bis so Part 40, 41 machen möchte. Und dann möchte ich gerne den Rest in der neuen Wohnung, weil ich umgezogen bin, mit euch auf YouTube streamen. Das heißt, das letzte Jahr, ich habe nämlich gelesen, ist passiert, das Spiel, es geht zweieinhalb Jahre in Game. Das heißt, ich müsste jetzt noch ein ganzes Jahr spielen, wo halt nichts passiert, nur um das Ende zu sehen. Und ich hoffe einfach mal, dass ich das, weil es ja ein Let's Play ist und das Input ein bisschen fehlt, weil ich halt eine Voraus aufnehme und es passiert halt quasi nichts in dem Projekt, in den Parts, in den einzelnen Parts, habe ich mir gedacht, so, ich mache noch, bis der Vater zurückkommt im Sommer. Jetzt am Ende des Sommers soll er irgendwie zurückkommen. Wir haben einen Brief gekriegt im letzten Part, glaube ich. Ich habe mir gedacht, dass ich das restliche Jahr, dass ich das nutze. Was heißt das restliche Jahr? Die restliche Zeit, die ich im Let's Play noch haben möchte, bis das wirklich zu Ende ist, habe ich mir gedacht, streame ich mit euch. Hättet ihr da Lust, dass ich das, wenn ich umgezogen bin, auf YouTube den Rest des Spiels quasi streame, aber das Let's Play abgeschlossen ist, dass ich halt dann, das Ende werdet ihr sehen. Ihr werdet ein Ende sehen, ihr werdet hier ein richtiges Ende sehen, aber das finale Ende und das finale letzte Jahr, denke ich mal, dass ich das mit euch zusammen auf YouTube streame. Und ich denke mal, das passt eigentlich ganz gut, weil in der neuen Wohnung werde ich streamen. Ich habe mega Lust, mit euch das zu streamen. Ich weiß noch nicht, wann genau. Auf jeden Fall werden wir das tun. An welchem Tag wir heute? Ich möchte natürlich noch ein bisschen so viel vorbereiten, wie es geht. Wir haben 20 Gold nur. Stimmt, wir müssen jetzt hier auch gießen. Die Gossen haben wir schon. Ich denke, wir holen nochmal für Eva eine Blume. Wir werden noch bis zum Ende des Sommers spielen. Wir werden noch so viel Geld rausholen wie möglich. Wir werden noch ein paar Tierchen kaufen. Und den Rest würde ich gerne mit euch zusammen streamen. Tatsächlich, ja. Da hätte ich mega Lust drauf. Hättet ihr nicht auch Lust drauf? Komm, gib's zu. Ihr habt mega Bock, das mit mir zu streamen. Ein verfrühtes Ende ist das auch nicht, Leute. Es wird, klar, es wird ein bisschen früher zu Ende sein. Aber jetzt noch ein ganzes Jahr lang. Ohne ein Thema, über das ich reden kann. Ohne irgendwelche Einwirkungen von euch. Zuschauer, einfach die, mit denen ich zusammen reden kann. Oh, sie schläft schon. Bitteschön. Das bringt halt nichts, ne? Es bringt nichts, man hat nichts, sich nicht zu unterhalten. Und ich denke mal, das letzte Jahr so in zwei, drei aufgeteilten Streamchen mit euch, da hätte ich mega Bock drauf, dass ich das mache, aber wir werden sehen. Soll ich vorher schlafen gehen, mein Tagebuch schreiben? Ja, bitte. Wir gehen schlafen. So. Guten Morgen. Ja, aber ein bisschen paar Parts geht das Projekt noch. Ihr werdet sehen. Aber gut, wir müssen erstmal Eva jetzt wieder hochpumpen, pushen und so weiter. Naja, also ich glaube, ich bin schwanger. Bitte? Habt ihr gesehen, wie ich geguckt habe? Was? Okay. Ich dachte, das ging auch schneller als gedacht. Aber wie viele Herzen kriegt man denn? Beim letzten Mal war es 6 Herzen. Haben wir 7 Herzen jetzt? Müsste eigentlich 7 Herzen gewesen sein. Okay, das ist nice. Ja, Eva ist schwanger. Okay, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Und das natürlich gerade mit meiner Ansage, ne? Gerade mit meiner Ansage. Hey. Ah, das passt ja sehr wie die Faust aufs Auge. Gerade bei meiner Ansage. Ach, Leute. Das bedeutet wohl, ich weiß nicht, das dauert, glaube ich, ein paar Monate, bis wir das Kind bekommen.
Das heißt, das Kind würden wir tatsächlich erst im Stream sehen. Okay, das ist cool. Okay, brauchen wir Eva also nicht mehr beschenken, weil dann müsste sie ja genug Herzen haben, dass sie uns auch nicht mehr verlässt. Dann können wir jetzt ganz getrost, einfach ganz gechillt weitermachen, Geld zu verdienen. Und mit dem Geld, was wir hier rausholen, aus dem Mais, würde ich gerne wieder Tiere holen. Evi muss wieder beschafft werden. Ein paar Hühner müssen beschafft werden. Und ich würde gerne mehr Kühe haben, ne? So, dass wir ein richtig gutes Abschluss hier haben. Ich meine, wir werden jetzt hier jetzt nicht schwanger. Wir kriegen jetzt in diesem Let's Play kein Kitzel. Der nächste Name fällt Baby aus. Oh! Das werden wir da wohl im Stream benennen, ne? Okay, das wird ziemlich lustig. Der Stream wird super. Das verspreche ich euch. Der Stream wird super. Erstmal aussehen wollte ich sowieso öfter streamen. Und ich denke mal, ihr habt Bock drauf. Ich denke, ihr habt Bock drauf. Ich habe ja selber mega Lust drauf. Alter! Ihr würdet denn im Stream... Ich weiß, ihr redet ein bisschen zu viel über den Stream, aber das erste Mal jetzt da seit langem... Also ich habe über ein Jahr nicht mehr gestreamt, Leute. Und ich denke, wenn... Ihr würdet denn Zeuge einer Geburt im Stream mit mir sein. Alter! Das wäre doch was. Na, aber gut, noch haben wir ein paar Parts vor uns. Noch will ich hier ein bisschen was machen. Bevor wir uns dem Finale widmen. Ich möchte sehen, was passiert, wenn der Vater kommt. Wir haben heute den 5. Sommer schon. Das werden wir noch erleben. Aber unser Kleiner hier war über Nacht fleißig. Aber meine Güte. Ich fange mich an, das Leben hier zu gewöhnen. Mit dir an meiner Seite bin ich auch nicht einsam. Hat das also doch was gebracht, das Haus zu streichen? Das wäre es ja. Einfach so eine Markierung. So, einmal schwanger werden. Ja, mit dem Geld, was wir hier beschaffen, mit dem Geld, was wir aus dem Mais hier rausholen, würde ich halt tatsächlich gerne wieder Tiere kaufen. Und die kosten ja 5000, ne? Also ein Huhn, glaube ich, nicht so viel, aber eine Kuh kostet schon so ein bisschen was. Ja. Und ich würde gerne ein bisschen mehr Futter übrig haben. Weil im Winter können wir halt nichts verdienen, ne? Ich stelle es mir lustig vor, dass wir halt dann im Stream halt zusammen ein Kind bekommen. Das wäre geil, ne? Das wäre geil. Das wäre ziemlich cool. Vor allem habe ich dann einen Arbeitsraum. Und das wird halt die Zeit, wie ich dann mit euch streame, das Spiel hier wird ziemlich cool. Außerdem habe ich mich sowieso gefragt. Ich habe mich nämlich letztens schon gefragt, was ich wohl in der neuen Wohnung denn, wenn ich die Zeit habe zum Streamen und Vodafone mir auch gönnt, wird die Leitung wahrscheinlich auch besser. Da habe ich mich sowieso gefragt, was würde ich wohl streamen? Ne, was könnte ich denn streamen mit euch zusammen? Und ich denke, Harvest Moon würde sich da ganz gut anbieten, ne? Also gehe ich von aus. Harvest Moon bietet sich doch super dafür an, denn... So, Mais braucht noch ein bisschen. Aber krass, dass sie schwanger ist. Ich habe im Let's Play jetzt gar nicht mehr damit gerechnet. Ich habe eigentlich gedacht, das würde im Stream irgendwann dann anfangen. Naja, seid mir nicht böse, dass ich das Let's Play dann vorzeitig beende, aber was soll ich denn machen? Es wäre, jeder Part wäre quasi dasselbe. Es wäre immer, jeder Part, der kommen würde, dasselbe. Und ich denke mal nicht, dass ihr das wollt. Deswegen im Stream können wir über aktuelles Geschehen reden. Tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie viele Parts, wie oft ich streamen werde. Ich weiß nicht, wie viel. Also ich werde wahrscheinlich ein paar Stunden streamen. Am Abend oder am Nachmittag. Muss ich mal schauen. Und sonst nur keine Ahnung, ne? Könnt ihr mir ja gerne schreiben, wann ich denn streamen soll. Wann ihr Zeit habt für Harvest Moon. Also ich sehe in meine Analytics, kann ich mal sehen, wann ungefähr meine Zuschauer am meisten meine Videos gucken. Und ich release ja immer um 12 Uhr.
Um die Zeit kommen halt kaum Leute zum Gucken irgendwie bei mir. Die meisten schalten irgendwie gegen 17, 18 Uhr erst ein. Deswegen, ist ein bisschen schwierig, ne? Aber ist ja kein Let's Play, das teilen sich die Leute ein. Beim Stream gucken Leute dann meistens aktiv dann dazu, ne? Beim Stream aufzeichnen gucken die Leute halt nicht so hinterher. Das ist ja das. Das gucken die Leute nicht. Gefühlt. Aber wie lange braucht denn der Mais, Alter? Das ist ziemlich krass. Ja, viel haben wir echt nicht mehr zu machen eigentlich. Uns fehlen halt nur noch zwei Herzdinger. Also zwei Herzcontainer. Zwei Kinder kann man maximal kriegen. Und fürs Ende braucht man auch... Ja, denken wir uns einen Namen für das Baby aus. Ich denke mal, das können meine Zuschauer dann an dem Punkt entscheiden. Und... Ein bisschen eine größere Farm halt, ne? Also Tiere. Viele Tiere. Was mache ich da? Ich bin nicht ein Idiot. Wollte das mähen. Ha. Aber wenn ich das jetzt, mähe, ne? Kann ich keine Tiere. Wenn ich das jetzt mähe, kann ich keine Tiere kaufen. Das ist das Problem. Aber ich gucke mal nach. Ich muss einmal gucken, wie viel Geld wir hier überhaupt rausbekommen. Das ist immer sehr wichtig. Aber wir sind im zweiten Jahr und soweit ich gelesen habe, geht das Spiel 2,5 Jahre. Dann ist das Ende. Und dann ist es halt komplett zu Ende, ne? Da kann man nichts mehr machen. Ups. Wie viel Futter haben wir eigentlich? Ich muss mal ganz kurz reingucken. 97 Stück. Okay, das sollte ausreichen. Ja, mal sehen, was das Mais einbringt, ne? Mal sehen. Gut, dass wir Eva jetzt nicht unbedingt beschenken müssen. Ich meine, sie ist schwanger. Ich meine, die wird uns wohl nicht schwanger verlassen. Das wäre ja mega traurig. Das wäre ja sehr traurig. Ja, dann müsste sie bei 7 Herzen sein. Denke ich zumindest. Ein Herz weiter, ne? Alter Mais, was ist los mit dir? Erstmal gucken, was ich ausgerüstet habe. Er braucht wirklich lange. Mais, wachse. Aber cool. Mein Partner, wo was passiert. Ja, ich denke mal schon, das wird ziemlich cool, wenn wir streamen, wenn ich mit euch streame. Da habe ich mega Bock drauf. Wir werden das Let's Play jetzt zwar zu einem... Wir werden zwar das Let's Play abschließen, also das Let's Play wird abgeschlossen sein. Wir werden das Ende sehen, das vorläufige. Aber das finale Ende sehen wir dann im Stream, das komplette Ende. Das Final Ending Secret sehen wir dann, wenn es soweit ist. Aber vorher werden wir das genüssliche Let's Play auskillen lassen. In der neuen Wohnung von mir, wo ich dann wirklich öfter streamen will. Ich will Moon streamen. Und dann will ich gerne noch ein paar andere Sachen streamen, ne? Hättet ihr, wenn ihr Vorschläge habt, was ich streamen soll, schreibt mir ganz gerne in die Kommentare. Habt ihr Ideen, was ich mal streamen soll? Ich meine, ich hab viele Spiele auf der Switch, ne? Ich kann jetzt nicht alle auflisten, ich habe ja ein paar mehr. Aber, ja, mal sehen, ne? Mal sehen. Muss jetzt nicht unbedingt ein Farming-Spiel sein, Leute. Es kann auch was ganz Abstruses sein, was ihr gerne bei mir sehen würdet. Es kann auch Horror sein, oder was weiß ich. Also, ich bin sehr schreckhaft, was das angeht. Also, schlag ruhig Spiele vor, die ich mal mit euch streamen soll. Ob ich auf YouTube alles streame, also Harvest Moon möchte ich gerne mit euch auf YouTube streamen, weil das Let's Play, da hat das Let's Play angefangen und da wird auch der Rest gestreamt. Der Abschluss vom Harvest Moon, aber so, dann würde ich denn gerne auf Twitch wechseln. Für alles andere, weil irgendwie halt das Gefühl, mal würde YouTube zuballern, streamen denn. Deswegen streame ich halt auch so selten.
So gar nicht, ne? Ich habe das letzte Mal, ja, wie schon gesagt, vor einem Jahr gestreamt. Und ich denke mal, es wird wieder Zeit, ne? Was hast du hier auf der Farm verloren? Runter! Also es wird auf jeden Fall Zeit. Na, bitte nicht. Aber jetzt müssen wir tatsächlich immer Geld verdienen. Sonst können wir auch keine Tiere kaufen. Bin ja gespannt, wie viel das Mais einbringt. Na, aber noch sehe ich keine Kolben. Da kann ich mir ein bisschen was erzählen, ne? Meine Oma wohnt ja auf dem Land, ne? Zumindest in einem Haus auf dem Land. Ländlichere Gegend, sag ich mal. Und da ist er näher im Maisfeld. Eigentlich ist das Futtermais. Eigentlich ist das Futtermais. Aber es hat uns als Kinder nicht gestört. Wir sind da hingegangen und haben öfter mal einfach was mitgehen lassen. Ganz heimlich. Da muss man nur aufpassen. Meine Cousine hatte zu dem Zeitpunkt eine Zahnspange. Und wenn wir dann nach Hause, wenn wir dann wieder zu meiner Oma gegangen sind, zum Haus, hat sich gerne mal was Maisartiges da verfangen. Und das hat sie dann gesehen. Und dann haben wir Ärger gekriegt. Ja, das war so eine Sache. Mussten wir auf uns gegenseitig aufpassen. Du hast ein Stück Mais in der Zahnspange hängen. Es sah zwar natürlich nicht appetitlich aus, muss ich ehrlich sagen. Aber der Mais hat geschmeckt. Der Mais war, es war nicht ausgewachsen. Das war nicht so. Das war ja Futtermais. Ne, das war, glaube ich, eher für Tiere oder für irgendwelche Produktion von irgendwas. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Weiß, was für Chemikalien wir uns da reingestopft haben in die Kiemen. Also da habe ich keine Ahnung. Aber ich muss sagen, geklautes Obst und geklautes Gemüse schmeckt immer am besten, ne? Ist leider so. Also ich habe gelesen, 90 Tage braucht es bis hier Madame kalbt. Das dauert halt sehr lange, deswegen werden wir jetzt einen Monat hier noch im Spiel verweilen. Den Rest machen wir im Stream und dann werden wir es im Stream halt sehen, ne? So, Mais, komm! Endlich! Ich dachte schon, es wird nie was. Wir brauchen Geld. Achso, du bist. Manchmal sieht man das Pferd gar nicht. So, einmal absteigen. Ich hoffe, das bringt viel. Man muss sie ja gleich nochmal gießen. Nix darf daneben gehen. So. Bleib doch bitte. Alter, dieses Pferd. Bitte bleib stehen. Ich zäune dich gleich ein. Mit Steinen. So, lass mich durch. Jetzt müssen wir tatsächlich auch mal das erste Mal wirklich richtig außen rum bei den Maisfeldern, ne? Bitte bleib mir bitte in der Nähe. Das ist ja. Alter, aber nichts im Weg, bitte. Jetzt muss er tatsächlich außen rum, weil das Mais bleibt ja stehen. Nach dem Ernten. So. Meine Güte. Dieses Pferd. So. Bin ja gespannt, wie viel wir reinbekommen. Ich glaube, wo kann ich die hier am besten hier ablegen? Da, ne? Sehr gut. So. Also es muss ja genug einbringen. Hoffentlich reicht die Zeit, bis Helmut kommt oder so. Oder war das Manfred? Ich bin mir nicht sicher. Verwechselt. Ja, jetzt geht's runter, ne? Ja, komm. So. Kann ich leider nirgendwo anders parken, ne? Das ist das Problem. Wir sind überall. Hier sind nur einer Lücken. Und da willst du mich ja nicht absteigen lassen. So. Zur Not muss ich was hängen lassen, wenn Achim kommt. Das kann natürlich passieren. Boah, das dauert aber auch lange.
Aber was tut man hier alles für Geld, ne? Wir brauchen später sehr viel Geld, sonst... Ich weiß nicht, wir haben nämlich Angst, dass wir 20 Mal im Monat Medizin kaufen. Könnt ihr irgendwo absteigen hier? So. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Es wird schon Abend. Oh, bitte bleib, nee, bitte hau nicht ab. Ah. Okay, auf einem, nein, ich kann nicht mehr. 6.240. Alter, so viel schaffe ich gar nicht zu ernten. Krass. Ich muss halt irgendwas überlegen. Ich muss das Pferd, glaube ich, hier zwischen parken. Immer. Deswegen entferne ich schon mal die Steine. So. Ich glaube, hier macht es sie am besten. Wenn ich es immer zwischen, wenn ich es immer hier ablege, weil da kann man immer schnell hin. Gut, dann gieß mir nochmal, ne? Morgen tun wir wieder ernten und die paar. 6.000, das ist sehr viel. Huiuiui. Hier darf man echt keine Zeit verschwenden. So. Gut, gut, das war die erste Maisernte und wir haben, ich bin schon über die Zeit. Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.